Privet, meine Glühbirnen, und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal, bei Minecraft, bei allem. warum ich diesen Part so beginne und warum das alles jetzt hier so merkwürdig ist, erfahrt ihr gleich. Aber erstmal hallo. Hallo und willkommen zurück. Ich wollte beim letzten Mal mich, glaube ich, auf den Weg begeben, um irgendwas zu schaufeln. So viele Schaufeln, wie ich dabei habe. Ich glaube, ich wollte Sand farmen. Wenn ich mich recht erinnere, brauchte ich Sand. Vor allem, um mein ganzes Glaszeug hier zu bauen. Na, obwohl, Sand habe ich hier eigentlich... Na, obwohl, ich habe nicht mehr so viel Sand. Also, ich glaube, ich brauche Sand. Das trifft sich auch ganz gut, weil... Dieser Part hier wird ein bisschen... weniger visuell und mehr Podcast-mäßig. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ob ich überhaupt anfangen soll und was ich alles erzählen soll. Fangen wir erstmal damit an. Wie Leute auf Twitter schon mitbekommen haben, gab es ein paar kleine Vorfälle in letzter Zeit und... Nebenbei, es ist auch, wie ihr wahrscheinlich schon in sozialen Netzwerken gelesen habt, es ist verdammt kalt. Es ist ziemlich kalt, also man friert sich hier den Arsch ab. Genau deswegen habe ich hier einen Heizstrahler neben mir, der ganz viel Geräusche produziert. Wie kann ich alles am besten erklären? Es hat sich ein bisschen was in meinem Leben geändert. Habe ich schon im letzten Part angekündigt, dass es sich wahrscheinlich bald was ändert und ich hoffe zum Guten. Es hat sich was geändert. Zum Guten, sagen wir so. Zum sehr Guten, aber... Naja... Es ist ein bisschen kompliziert. Ich habe keine Ahnung, wie ich das beschreiben soll. Ihr seid wahrscheinlich gerade alle verwirrt und denkt euch nur, was labert der Typ denn da? Ich hoffe, der Ton ist nebenbei nicht zu laut. Na, obwohl, das wird schon passen. Das wird schon passen. Und wenn der Ton zu laut ist, dann hört ihr wenigstens nicht den ganzen Schwachsinn, den ich laber. Ja, sagen wir so. Nebenbei, ich sammle gerade Samen für mein Feld da hinten. Es hat sich vieles geändert, sagen wir so. Nicht zum Besseren, nicht zum Schlechteren. Es hat sich einfach vieles geändert. Ich bin eigentlich recht zufrieden mit der Änderung. Ich habe noch ein bisschen was vor mir. Aber, ja. Ich habe jetzt mehr Zeit. Sagen wir es so. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Zeit. Und werde das auch auf YouTube investieren. Also, die letzten 2, 3 Jahre hatte ich ja immer mal wieder so kleinere Phasen, wo ich einfach mal weg war. Lag an verschiedenen Dingen. Jetzt ist erstmal Ruhe angesagt. Also ich habe meine Ruhe gefunden, ohne zu sterben. Das ist eine wunderschöne Art, das, glaube ich, zu beschreiben. Nee, das ist böse, wenn ich das sage. Es ist nur so, dass halt sich eigentlich alles recht zum Besseren gewendet hat. Zumindest für mich. Ich bin da recht froh drum. Wer wissen will, worum es genau geht. Der Tweet existiert gar nicht mehr. Wenn ich mich so genau dran erinnere. Egal. Ich labere jetzt seit 4 Minuten eigentlich rum, ohne wirklich zu sagen, worum es geht. Anders gesagt, es hat sich ein bisschen was geändert in meinem Leben. Und ich werde viel mehr Zeit für YouTube haben. es wird auch mehr Streams geben, hoffentlich. Also das ist so eine Sache, die ich eigentlich vorhabe, öfter zu livestreamen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, gab es vor 2 Tagen oder 3 Tagen, 3 Tagen waren es, glaube ich, ich habe komplett das Gefühl für Zeit verloren. Vor 3 Tagen gab es einen Livestream zusammen mit ein paar Freunden von mir und wir hatten so ein bisschen Mario Kart gespielt, war ein bisschen chaotisch, war auch ein sehr unschönes Ende, weil, naja, ich hatte da ein bisschen was verkackt und ja, deswegen musste ich den Stream leider verfrüht abbrechen. Das ist aber nichts Schlimmes gewesen, also, ja. Da wird es demnächst öfter solche Livestreams geben, vielleicht auch wieder Livestreams, wo ich alleine bin. Je nachdem, was euch mehr gefällt. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass die Livestreams mit der Gruppe um einiges, ja, beliebter waren, um einiges mehr,
ja, Leute interessiert haben. Aber ich will eigentlich schon noch meinen Zelda da zu Ende livestreamen, weil was ich ja eigentlich schon fast zu Ende gestreamt habe. Und ich lade es ja vor allem auch immer auf YouTube hoch. Und ja, es wird aber generell öfter noch Videos mit Mario Kart zum Beispiel geben oder Pokémon X Tekken, generell halt in die Richtung. Auch mit Zuschauern. Also da wird es noch einiges geben. Darauf könnt ihr euch freuen. Ich werde mich jetzt in nächster Zeit aber erstmal darauf konzentrieren, meine gesamten Projekte, die ich hier habe, zu Ende zu Let's Playen, damit ich mich an neue Projekte wagen kann. Weil, ja, mein Leben hat so gesehen einen Neustart gemacht und da will ich auch ein bisschen mit alten Lasten auf dem YouTube-Kanal aufräumen, was nicht bedeutet, dass ich die Let's Plays nicht mag. Ich will diese Let's Plays Let's Playen, aber ich habe halt so viele Pläne, die ich umsetzen will und das geht halt nicht, wenn man einen Haufen Projekte am Laufen hat, weil wisst ihr, dann verlaufen sich die Projekte und dann kommt mal zu einem Projekt 2 Monate gar nichts und ich will das nicht. Ich will das echt nicht. Ich will meine Projekte zu Ende bringen, ich will euch guten Content liefern, ich will euch begeistern, erfreuen, euch einen Orgasmus bescheren. Nein. Ich will einfach sein. Ich glaube, besser kann ich es nicht beschreiben. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr überhaupt eine Ahnung habt, was ich da gerade laber und was genau los ist. Ich kann euch nur so viel sagen wie: Freut euch auf mehr YouTube-Videos. So. Wie lange habe ich jetzt dafür gebraucht? 6 Minuten. Ich habe 6 Minuten gebraucht, um euch zu sagen, dass ihr euch auf mehr YouTube-Videos freuen sollt. Geil, was? Ach ja, ach ja, ach ja, ja. Aber ja. Generell, was gibt es eigentlich noch zu erzählen? Naja, wie gesagt, es ist hier arschkalt. Das ist klar. So um die minus 40 Grad. Oh Gott, Leute, ich sterbe. Ich hasse den Sommer. Ich hasse den Sommer so. Warum muss es hier immer nur so kalt sein? Ich hasse es. Ich will wieder zurück nach Sibirien. Da war es schön warm. Diese Spinne nervt mich, nebenbei hier gerade dezent. Wo ist sie? Ich will sie tot sehen. Spinni, stirb. So. Wer nervige Geräusche macht, verdient den Tod. Das ist meine Meinung zu Babys und Spinnen. So. Ja. Sonst gibt es eigentlich kaum was Neues. Also eigentlich vieles. Ihr glaubt gar nicht, wie viel ich in den letzten 7 Wochen erlebt habe. Selbst wenn ich es euch erzählen würde, ihr würdet mir es nicht glauben. Es ist unfassbar gut. Also ich habe viel Scheiße erlebt. Sagen wir es so. Ich habe viel Scheiße erlebt, ich habe viel Gutes erlebt. Und mein Leben ist bunt. Sehr bunt. Aber eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen: Walter Mörs ist geil. ja. Ihr kennt ihn wahrscheinlich als den Typen, der Captain Blaubär erfunden hat. Aber ich habe halt von einer guten Bekannten von mir, die auch beim Livestream dabei war, der Shiro, habe ich ja, ein Buch ausgeliehen bekommen, Rumo. Und ich habe das angefangen zu lesen und ich bin hellauf begeistert. Also jedem, der so ein bisschen, ja, abstraktes, düsteres mag, dem kann ich Rumo empfehlen, weil Rumo ist nicht direkt düster. Sondern, also bisher ist so meine Einschätzung, ich habe da vielleicht 100 Seiten bisher gelesen. Aber Rumo ist so ein Buch, es ist geschrieben, als wäre es für Kinder gedacht. Aber es ist alles andere als für Kinder gedacht. Zumindest von dem, was ich bisher gelesen habe. Darum lasst euch da nicht von dem Schreibstil irritieren und es ist arschdunkel gerade. Ich habe keine Fackeln. Und ich sehe meine Home-Markierung nicht. Da ist meine Home-Markierung. Ich glaube, ihr seht gerade gar nichts. Das kann aber passieren. So, dann laufen wir mal zurück zu unserem Home. Wir haben ein bisschen was an Sand geerntet. Ist zwar nicht viel, aber besser als nothing else matters. Und ja. Ich habe übrigens neulich realisiert, dass ich vor 4 Jahren ein Let's Play gemacht habe, wo ich irgendwann einfach vergessen habe, dass ich das Let's Playe. Und zwar Blocks That Matter. Ich habe das vor 4 Jahren angefangen zu Let's Playen. Und habe das einfach irgendwann nicht mehr weitergeführt. Ich habe keine Ahnung warum. Ja, es kam einfach irgendwann kein Part mehr. Ich glaube, ich habe wirklich eiskalt vergessen, dass ich das Spiel Let's Playe. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich weiß das leider echt nicht, weil ich bin ohne Mist am Überlegen, dass ich einfach weiter aufnehme.
wenn ich den Spielstand noch habe. So nach dem Motto: Ja, Leute, willkommen zurück nach 4 Jahren zu meinem Part Blockstead Manor. Kennt niemand mehr von euch, aber hey. Ah, Gottchen, das ist doch... Ich bin manchmal echt bescheuert, was YouTube angeht. Nur kleine Frage. Wo ist mein Bettchen? Mein Bettchen. Wo ist denn dich? Bist du mein Bettchen? Ja? Bist du mein Bettchen? Schlechtes Bettchen. Du bist ein schlechtes Bettchen. Du verdienst den Tod. Du machst auch nervige Geräusche. Gut. Nerviges Bettchen ist tot. Mein Leben ist wieder gut. Aber ohne Mist jetzt. Wo ist mein Bett? Das ist nicht mein Bot, das ist ein Creepy, die Creep. Mit genug Schwung kann er mich zwar auch zurückkatapultieren. Da ist noch ein Creepy mit Creep. Da ist ein Zomp mit Zomp. Aber ich hätte am liebsten ein Botte mit Bot. Ah, Botte mit Bot. Botte mit Bot ist ein bottiges Bot und bottet mich jetzt nach Hause. Ich und mein Boot. Row, row, row the boat gently down the stream. Merrily, merrily. Ich kenne den eigentlichen Text nicht. Ich habe keine Ahnung, ob ich gerade... Was ich gerade zu singen versuche. Ich versuche nur irgendwie die Zeit zu füllen, damit dieser Part eine anständige Länge hat, weil ich irgendwie schneller alles gesagt habe, was ich sagen wollte, weil ich irgendwie nichts gesagt habe, aber dennoch alles. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt von meinem Leben. Na, sei mir so. Nebenbei, das Rauschen ist halt wirklich ein Ventilator im Hintergrund, falls sich jemand gefragt hat, ob mein Mikro schlechter geworden ist. Nein, das ist immer noch so geil. Das ist sexy. Pure Erotik im Mikrofon. Ja. Ach, Leute. Ich liebe es. Ich liebe YouTube. Ich liebe YouTube-Videos zu machen. Ich liebe diese ganze YouTube-Sache. Ich war gerade verwirrt, weil es aussah, als sei der Wasserstrahl irgendwie neben dem Haus statt im Haus. Aber ja, ich hoffe einfach wirklich, dass sich jetzt alles in meinem Leben beruhigt, weil ich habe zwar sehr viele coole Dinge erlebt, aber gleichzeitig brauche ich mal ein bisschen Ruhe. Ich bin ja auch schon alt. Ich bin ein alter Sack. Ich brauche meine Ruhe. Ich freue mich einfach darauf, meine YouTube-Videos zu machen und alles andere soll mich mal in Ruhe lassen. Ich frage mich echt, was ihr denkt. Ich habe kein Essen. Das ist busy doof. So ein ganz busy. Stimmt, ich wollte deswegen Sand farmen. Ich wollte Sand farmen, während hier das ganze Zeug wächst, damit ich mir dann Brote machen kann. Wächst du? Ja, hier wächst es. Es wächst und gedeiht. Wundervoll. So gefällt mir das. Ich habe das nebenbei sehr ineffizient gebaut, ich weiß. Aber ich finde, so sieht es schöner aus. Auch wenn ich sagen muss... Ich will, dass es eins weitergeht. Irgendwie stört mich das. Ich habe irgendwie das Gefühl, das Feld ist zu kurz. Ich finde es irgendwie besser, wenn es hier so ein bisschen weitergeht. Und ich dann mit Erde hier so ein bisschen nachfülle. So. Ja. Ich brauche noch ein bisschen Erde, aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, was ich hier ein bisschen vorhabe. Dass ich mir halt so ein kleines Treppchen hier hinbauen will. Und jetzt brauche ich noch eine Hacke. Scheiße, ich brauche eine Hacke. Wo kriege ich die denn nur her? Ist ja nicht so, dass ich irgendwie 2 Stacks Eisen hatte. Ja, sogar mehr als 2 Stacks. Ups. Ich habe sogar noch eine Stone Hoe. Die Stone Hoe ist die beste Hoe von allen. House before house. House before stone. Was? Nein. Stone before iron. So. Ja, ich bin unlustig geworden, ich weiß. Ihr braucht es mir nicht in die Kommentare schreiben. Oder doch, schreibt es mir in die Kommentare, dann habe ich wenigstens wieder Kommentare. Niemand schreibt mir was. Nein, oh, die Samen haben perfekt gepasst. Sowas liebe ich. Ja, ich glaube, das war es dann erstmal mit dem Part. Ab dem nächsten Part wird es wieder normaler. Ich werde auch gleich irgendwas anderes aufnehmen, damit nicht nur Minecraft kommt. Ich realisiere nebenbei gerade, dass ich den gesamten Part in 720p mit 30 FPS aufgenommen habe, weil ich ein Spaß bin. Entschuldigung, Leute, ab dem nächsten Part wird es wieder normal. Ich bin doch ein Idiot und auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandoron. Tschüss.